Es fehlt an Personal, guten Arbeitsbedingungen, Anerkennung und angemessener Bezahlung. Dass sich an den Zuständen in deutschen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen dringend etwas ändern muss, daran besteht kein Zweifel. Nun hat sich eine Kinderkrankenpflegerin in einem emotionalen Appell an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewandt. In einem langen Post auf Facebook macht Johanna Uhlich, die nach eigenen Angaben seit 4 Jahren im Krankenhaus arbeitet, ihrem Ärger Luft und beschreibt ihren fordernden Alltag, in dem der Pflegefachkräftemangel immer mehr zu spüren sei. Ich bin erschöpft, verärgert und enttäuscht. Erfahrene Kollegen kündigten, weil sie die immer schlechter werdenden Bedingungen und den drohenden Qualitätsverlust nicht mehr persönlich mittragen konnten. Was mich demotiviert, ist die Tatsache, dass ich die meiste Zeit überhaupt nicht das praktizieren kann, was ich ursprünglich gelernt habe: patientenorientierte, kompetente und evidenzbasierte Pflege. Uhlichs Appell: Die Arbeitsbedingungen müssen sich radikal ändern. Mein Partner ist besorgt, wütend und weist mich des Öfteren darauf hin, dass es nicht sein kann, dass ich während meiner gesamten Schicht weder etwas gegessen noch getrunken habe. Aber was ihn am meisten erschreckt ist, dass es mir häufig nicht möglich ist, zur Toilette zu gehen. Das ist jedoch die Regel. Tausende Kommentare sammelte der Post. Innerhalb von 2 Tagen wurde er mehr als 50.000 Mal geteilt. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde darauf aufmerksam und antwortete mit einem Video. Ich kann Ihnen sagen, das bewegt mich persönlich, aber auch als Bundesminister für Gesundheit, weil genau das ja ist, woran wir arbeiten wollen, wofür wir vor 2 Wochen auch das Pflegepersonalstärkungsgesetz verabschiedet haben. Und Ihre Zeilen zeigen mir eins: Wir müssen wahnsinnig viel arbeiten, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wir starten jetzt mit mehr Stellen in den Kliniken, dass jede Stelle in den Kliniken bezahlt wird, dass die Tarifsteigerungen refinanziert werden, mit Pflegepersonaluntergrenzen zum ersten Mal in 4 Stationen, auf 4 Stationen, die wir aber auch weiter ausbauen wollen. Also wir machen ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Und ja, ich weiß, das reicht noch nicht. Das ist erst der erste Schritt. Aber es ist eben der erste Schritt, um Vertrauen zurückzugewinnen und um Ihren Arbeitsalltag besser zu machen. Deswegen vielen Dank für die ehrliche, offene Darstellung, für die Eindrücke, die Sie auch mir mitgeben und allen, die in der Gesundheitspolitik tätig sind. Er wisse, dass nicht von heute auf morgen alles besser gemacht werden könne. Spahn verspricht aber, dass er jeden Tag, jede Stunde dafür arbeiten wolle, es besser zu machen.